Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Dreisternhof. So. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Wie wir das Gewicht modifiziert haben, habe ich noch ein Big Bag mit Dünger gekauft. Schön, dass ich den mitgenommen habe. Ihr habt's gesehen und euch gedacht, na, mal gucken, wann es ihm auffällt. Es ist mir aufgefallen, wenn auch viel zu spät. So, und jetzt fahren wir mal. Boah. An die Bordsteine werde ich mich hier nie gewöhnen. So, dann fahren wir mal. Versuchen, so weit zu kommen, wie es geht. Zufällt 18, aber dann lassen wir den erstmal hier stehen und tanken mal noch schnell unseren Drescher ab. So. Na, Drescher. Fährst du rückwärts, ja. Wenigstens ein bisschen rausholen, dass er die Bahn in Ruhe zu Ende fahren kann. Das sollte reichen. So, auf geht's, Ropa. Den fahren wir mal schnell zu Feld 18. Und dann werden wir unseren Curseplay-Kurs einrichten. Zum Ernten und wir werden auch zum Abtanken einen Curseplay-Kurs einrichten. Beziehungsweise zum Abfahren. Damit wir das etwas einfacher haben. Schon ein geiles Ding, die Ropa-Erntemaschine, aber viel zu groß für diese Karten. Ja, ist ja gut. Neue Maschine und ich bin Anfänger. Etwas Geduld. Immer diese Hektiker hier. So. Dann klappt man die Maschine mal auf. Und Kurs kopieren nicht. Feldarbeit. Jawohl. Ach, ich gehe immer noch drauf wie früher. Hier ist ja inzwischen die Kursgenerierung. Feldrandkurs. Wir haben ja auch nichts geladen. Feld 18. Aktuelle Startposition. Vorgewende. Enges Feld, kurze Seiten, rundherum, weil das ein riesen Teil ist. Machen wir 5 Vorgewände. So, generiere mal den Feldkurs. Zack. Und den speichern wir gleich unter F8. Jetzt machen wir das F18 Mission. Den werden wir später wieder löschen.
Am letzten Wegpunkt sollst du warten, Abfahrer einstellen. Das ist gut. Dann holen wir da hinten noch die letzten Pflänzchen weg, obwohl die drei. Das lohnt sich gar nicht. Auf welchem Feld dürfen wir denn weiter Mais ernten? Zuckerrüben. Mais, Feld 7. Das Feld war bei unserer, genau hinter unserem Hof. Ja, kommen wir auch so hin. Gut. So, du bist abgetankt. Die drei Krümel nehmen wir jetzt mit. Lohnt sich eigentlich kaum, aber gut. Wir müssen sowieso hier lang fahren. Insofern macht das nicht ganz so viel aus. Fahr mal den Drescher schon mal gleich zu Feld 7. Ja, Panther hat das Ende der Route erreicht. Halte dich doch mal für ein Gerücht. Was haben wir denn gemacht? Was haben wir denn hier für eine Route gemacht? Abfahrer entlassen. Wegpunkte. Okay. Abfahrer einstellen. Ja, da hast du sogar recht, dass du den letzten Wegpunkt erreicht hast. Aber eigentlich solltest du am ersten Wegpunkt starten. Dann probieren wir nochmal unser Glück. Okay, der erste Wegpunkt ist hier und dann sollte er hochfahren. Setzen wir ihn nochmal neu an und schauen, wie er zurechtkommt. So. Solltest du eigentlich deine Punkte finden, Abfahrer einstellen? Jawohl. Jetzt macht er seine Arbeit. Und weiter geht's zu Feld 7. Und der Panda hat schon 21%. Eieiei. Zuckerrüben gehen schnell. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt erst den Drescher zu Feld 7, setzen den an. Und dann fahren wir. Ja, dann könnten wir uns verteilen. Mais abfahren und Panther abtanken. Aber beides können wir nicht.
Dann werden wir erst den Mais wegbringen und dann den Panther abtanken. So. Also Gegenverkehr darf hier auch keiner kommen. Es könnte etwas knapp werden. So, biegen wir ab, fahren wir den Feldweg. Feld 6 wäre auch interessant zu kaufen. Ja, schön gemacht hier zum Fahren. Schöner Lattenzaun. Und eine Baustelle direkt in der Nähe vom Hof. Jawohl. Aber die Baustelle sieht sehr professionell aus. Sieht eher aus, als wird was entsorgt werden. So. Helferli macht deine Arbeit. Und Feld 16 muss, glaube ich, zur Akromas. Bevor ich das falsch war, Agroma. Falsch kippen wollen wir das ja nicht. Deswegen lieber noch mal nachgucken. 67% sind gerade drin. Angenehm. Gott sei Dank ist der Betonmischer eben erst vorbeigefahren, nicht vorhin, wie man mit dem Panzer hier die Riesenstraße lang sind. Also der New Holland lässt sich doch besser lenken wie unseren IHC. Vielleicht werden wir den austauschen. Dann sinkt auch die Unfallquote hier auf dem Drei-Sternhof. So, biegen wir mal ab. Jede Verkaufsstelle hier hat ein schönes Dach. Kann kein Dreck ins Gitter reinfliegen. Schön gemacht. Und auch hoch genug, dass wir schön kippen können. Wie 57% wurde an Feld 7 transportiert? Was mit Feld 16? Vielleicht, weil der Drescher aktuell an Feld 7 arbeitet. Uiuiui. Das heißt für uns, wenn wir dann die nächste Fuhre abkippen, uiuiui, da müssen wir ein bisschen Spiele mit abkippen, dass er uns Feld 16 noch wahrnimmt. Wenn er es dann macht. Das werden wir dann sehen. Wenn jetzt haben wir gelernt, bevor wir die andere Maschine zum nächsten Feld fahren und die nächste Mission in Angriff nehmen, sollten wir vielleicht erst abfahren. So lernt man,
weiter. Ja, mir hat mein Vater immer gesagt, das Leben ist kein Ponyhof. So, dann ist aber der Traktor zum Abtanken auch schon mal gleich am Feld bei unserem Helfer H beim Horsti. So, Baustelle. Ah, 13 Uhr, die Bauarbeiter sind noch in der Mittagspause. So, den können wir hier abstellen. Ja, jetzt fährt der Europa doch wesentlich besser. Und wieder kein Frontgewicht. Also bei den Zuckerrüben wird es schon interessant, wie sich der Waldradar anstellt. Und fahren wir noch schnell ans Feld und werden dann zumindest den Curseplay-Helfer entlassen. 1.383 Euro Lohnzahlung. Nicht gerade wenig. Aber wenn wir an Feld 18 angekommen sind, werden wir noch unseren Curseplay-Helfer sicherheitshalber entlassen. Denn ich weiß nicht, ob Curseplay wie im 17er reagiert. Da hatte ich manchmal das Problem, wenn der Helfer noch aktiv war mit dem Curseplay-Kurs und ich habe den nicht entlassen und bin raus. Da hat sich Curseplay manchmal aufgehängt. Deswegen tue ich sicherheitshalber immer den Helfer entlassen. Welche Erfahrung habt ihr denn gemacht mit Curseplay? Schreibt es mir doch einfach netterweise mal in die Kommentare. Da wäre ich euch sehr dankbar. So. Den stellen wir hier hin. Hier steigen wir ein und sagen Abfahrer entlassen. Zack. Und auch hier tun wir den Helfer gleich entlassen. Dann stellen wir uns den Drescher aber gleich hin. Damit wir das nächste Mal können wir gleich abtanken. Und dann können wir gleich weiterarbeiten. Oh, wir fahren dann mit dem Traktor nebendran. So, Geräte geparkt. Feierabend für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.